Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Planet Coaster. Ja, es ist ein wunderschöner guten Morgen, Tag. Die Sonne geht auf und wir machen jetzt mal zu Testzwecken, bauen wir die Bahn. Mal eben zusammen. Bahn. Nimm dich, danke. Edit Track. So. Wir machen, finde ich mal ganz fies und nehmen einfach mal Autocomplete. So. Das ist aber jetzt ein ekliger Schwung. Den überlebt aber keiner, würde ich sagen. Von einer kompletten Linksdrehung auf eine komplette Rechtsdrehung. Einmal von innen nach außen krempeln, bitte. Danke. So. Zack, fertig gebaut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein und starten mal einen Test und gehen mal in die Right Camera. So, Cassie, wo möchtest du sitzen? Vorne. Ja, sitzen wir. Direkt am Autoreifen. Yay. So. Blöd ist, dass ich noch pausiert habe. Vielleicht sollte ich vorher mal die Pause rausnehmen. Dann. Mensch, Steady Coop, gehst du bitte mit deinem FIFA-Manager 17 mal weg, sonst. Dankeschön. So. Dann wollen wir mal mitfahren. Ich bin jetzt echt aufgeregt. Hallo, Leon. Vor allem hast du vor den Zeitvorteil. Ich bin ja von hinterher. So. Wuhu! Absolut spannend. Bis jetzt. Ich sehe noch Berg. Und wir haben gerade Wasser gesehen. Oh, jetzt sitze ich drin. So, jetzt geht's los. Oha. Dieser Stopp ist so geil. Bin ich nass geworden vom Wasserfall. In der Höhle wird übrigens vorher nochmal eine Bremse eingebaut, logischerweise. Hui. Ich finde den Start ganz cool. Also, weiß nicht, da vor dem Rauch halt, dass da wirklich noch so ein Stopp eingebaut ist einmal. Ja. Und wenn es dann noch in der Beta mit den Türen kommt, dann kann man sich überlegen, ob man da auch noch eine Tür einbaut. Die dann bis kurz vorher halt geschlossen ist. Mhm. Ja doch, ich glaube, das kann man machen. Vor allem beschleunigt das Ding ganz schön kräftig. Sagt der Max? Der sagt dann sowieso. Kann man die Länge der Stops einstellen, wie lange der da stehen bleibt? Ja. Ich finde es ein bisschen lang, glaube ich, wo der da steht. Das war so ein Schwupp in die andere Richtung wie bei Taron. Wo es mir fast den Nacken zerkegelt hat. Ich muss mal ganz kurz eben gucken, wo ist denn jetzt hier wirklich dann die Bremseinheit? Das ist... was bist du für eine Einheit? Hydraulic Lunge, ja, genau. Target Speed, Delay Lunge 3 Sekunden. Acceleration 18 Meter pro Sekunde, das geht ein bisschen mehr. Catch Car Return Speed, das geht ja auch noch, dass der im Prinzip erstmal angehalten wird und zurückgeballert wird. Ja, machen wir den Lunge Delay mal auf 2 Sekunden, würde ich sagen. Ja. Ist dann ein bisschen kürzer. Und hier möchte ich ganz gerne Bremsen einbauen. Geht das da schon? Nee, wahrscheinlich nicht, weil... Ja, okay. Dann müssen wir hier erstmal einmal eine Bremse machen. Block Section. Friction Brakes. Hi Leon und Taney. Oder ich mache hier eine Block Section hin. Ja, das kann ich auch machen. Benehmt euch bitte... Ja, das habe ich mir gerade auch so gedacht. Heute benehmt ihr euch bitte mal, ansonsten gibt es nämlich für euch beide eine temporäre Auszeit. Ja, ich habe gerade keine Beschäftigung. Ich habe gar nichts gelesen. Nee, ich erinnere an gestern. Achso. So, dann machen wir nochmal eben kurz einen Test, ob der das jetzt richtig hier gemacht hat. So, zack, ich in die Kamera rein hier. Hallo, Shani. Achterbahn fahren. Boah. El Grotto. Oh. 21, 22. Ja, ist ein kürzerer Stopp.
Ich hoffe, das funktioniert mit dem Abbremsen. Sonst ist blöd. Ich bin da so müde. Ja, da müssen wir noch ein paar mehr Friction Brakes reinbringen. Ja, das muss auf jeden Fall auch langsamer werden drin im Tunnel. Wie heißt damit es? Damit sie auch die Szenerie. Das Szenerie genießen können, ne? Das Szenerie. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie schnell der beschleunigt tatsächlich. Blöd ist ja, dass er halt alles in Meilen angibt. Also in der krassen Links-Rechts-Kurve, da ist Norsi und 4 komplett auf Anschlag. Ja, das ist auch ein bisschen fies. Okay, jetzt sind wir auf 0 und der beschleunigt auf. Boah, innerhalb von einer Sekunde auf 64 Meilen. Was ist das? 80, 90? In einer Sekunde. Ja. Ja. Ja, jetzt hat das. So passt das vom Runterbremsen. Ja. Was denn? Ist halt flott. Ja. Ja, so passt's. Ja, ne? Kann man lassen. Ja. Was seien denn die Results von dem Ding? Seitliche Gehkräfte von 7,4. Ja. Ja, ansonsten ist das ganz schick geworden hier, ne? Den Eingang von dem Tunnel können wir auch nochmal ein bisschen verkleiden mit irgendwas. Mehr Büsche vor zum Beispiel. El Buschos, genau. Warte mal, können wir eventuell, auch wenn wir das jetzt einfach hier anklicken, die komplette Farbgestaltung einstellen. Track Color. Ja, ich würde das halt gerne alles so haben, ne? Ja, das muss ich halt alles komplett in einem Stück dann machen, wenn es fertig gebaut ist. Dann ist dieses Gefrickel hier auch weg. Ja, wollen wir jetzt dann mal den Quick Pass Entry fertig machen? Könnte man, muss man aber auch nicht. So, ich finde den Stein hier gerade noch ein bisschen sehr, ja, wenig schön. Fässer, denke ich mal, passen, kann man überall noch alternativ dazu noch dazu schmeißen. Fässer gehen immer, oder? Jo. Jo. So ein Fass passt immer. So ein Fässchen, ne? Lecker Fässchen geht immer. Ein Fässchen geht noch. Sag ich ein auch immer, wenn ich. Das ist für mich alleine. Sag ich auch immer, wenn ich noch in der Kneipe bin und noch ein bisschen länger bleiben will. Ein Fässchen geht noch, Ela, ein Fässchen geht noch. Ja, Multi-Lunch. Nicht Lunch-Coaster. Ja, und Taron hat den weltweit intensivsten Katapultantrieb. Ja, ist ja auch flottig, das Ding, ne? Aha. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Und Zero spielt Counter-Strike Go. Super. Das interessiert mich gerade total viel. Da mich Counter-Strike ja generell besonders viel interessiert auch. So, nochmal so eine Vierer-Fass-Kombination. So, beleuchtungstechnisch ist es hier natürlich noch echt ein bisschen duster. Ja gut, dieser ganze Bereich hier ist eigentlich unnötig. Den könnte man eigentlich zubauen. Okay, sie lassen wir das hier offen. Da laufen die eh nie lang. Oder bauen wir hier einfach zu. Ja, zubauen ist aber auch scheiße. Sieht das so gestaut aus. Wenn, dann würde ich da noch ein bisschen Deko hinmachen. Oder wir lassen es einfach offen.
Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, sieht nicht scheiße aus. Ja, bis auf die Metallgeländer hier, ne? Die finde ich sehen schon ein bisschen scheiße aus. Ja, aber die kannst du ja wieder mit Holz zubasteln. Ja, aber das muss ich dann auch machen. Ja, dann mach. Ich muss wieder machen. Immer muss ich hier am Immer Arbeiten. Immer musst du hier derjenige sein, der arbeitet. Immer an Arbeiten, du. Armes Tuk-Tuk. Ja, dann warte ich mal, dass es hell wird, ne? Ja, ja. Nimm mir erst mein Kaffee schon wieder leer. Was soll denn das? Kaputt? Ich habe hier noch einen Rest drin, aber der ist auch schon schön kalt. Das macht's auch nicht besser. Also bis jetzt ist El Grotto noch echt dunkel. Ja, aber es ist ja, macht dem Namen ja auch alle Ehre, ne? Ja, es sollte aber vielleicht nicht so stinkedunkel sein. Vor allen Dingen, wenn es ja teilweise zumindest auch ein Lagerraum ist, ne? Ja. Ja, ja. So, machen wir mal Pause. Jetzt ist nämlich gerade schön hell. Die Sonne fällt hier durch die Öffnung rein. 1498 Leute spielen gerade schon die Beta. Was zum Teufel? Warum können die das? Das wüsste ich jetzt gerade tatsächlich auch gerne. Das ist wahrscheinlich, weil die lieb waren. Ja. Und nicht ständig am Rumstänkern sind. Wann kommt das denn endlich? Das wird es sein. Unverschämt. Ja. Ich glaube, das Ding möchte ich hier noch einen nach vorne ziehen. Oder. Ich würde, wenn ich das hier zubaue, zumindest bis nach hier. Soll ich. Ich mach das gerade mal. Ich kann es ja wieder wegnehmen, ist ja kein Problem, ne? Wenn ich das jetzt hier zubaue. Kriege ich einen großen Teil von diesem Zeugs weg. Und vor allen Dingen das Treppensystem, was ich da hinten halt echt nicht so schön finde. Hier kann ich ja auch nochmal so ein Teil drüber setzen. Teil? Ja, Holzdecke hier. Oh, jetzt habe ich die irgendwo hingebaut, wo ich nicht weiß, wo ich sie hingebaut habe. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Wohin gesteckt hast, wo du noch nicht mehr wusstest, dass du sie da hingesteckt hast. Ja, ich weiß, ich bin doof. Mann. Ich wundere nur immer noch, wie du das so schnell und fehlerfrei sagen konntest. Was? Dass ich doof bin? Nein. Die Lok. Was konnte ich schnell und fehlerfrei? Ich baue die ganze Zeit hier was, Mist! wieso ist das jetzt so? Ich lasse das jetzt so, weil ich nicht weiß, wie ich das sonst beheben kann. Ich finde das so, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Wenn ich jetzt hier noch so einen Pöller hinsetze. Pöller? Ja, als Abstütze hier. Da. Wieso bin ich jetzt hier diagonal? Was soll denn der Schietere, du? Kann ich mal bitte einmal hier raus? Wo habe ich jetzt hier überall den Mist hingebaut? Wo hängen jetzt hier überall die Holzplattformen? Wahrscheinlich überall. Weil Loco ist schon mal nix. Das ist schon mal gut. Das ist die Hauptsache. Oh, der Loco steht da, unter Denkmalschutz. Da ist etwas, was dann hingehört. Würde ich so sehen, ja. Vielleicht muss ich die ein bisschen tiefer setzen hier. Super, das war die falsche Seite.
Was summt denn da? Summt? Es summt. Wum, hier summt nichts. Wum, wum, wum. So, hier müsste ich dann jetzt noch dieses Slope drauflegen. Wo haben wir sie denn? El Slopo. Da. Jetzt nur von der anderen Seite gucken, wie das aussieht. Huch! Steuerung! Verwirr mich nicht! Ah, da machen wir da irgendwas Schönes vor, so ein paar Büsche oder so. Dann sieht man das auch nicht mehr. Büsche oder Steine. Genau, Steine gehen immer. Hör mal, machen wir ja einen Stein vor, wa? Ich mach da mal einen Stein vor. Szenerie. Ich glaube, ich muss langsam gleich wirklich mal ein bisschen wieder draußen arbeiten. Ich kriege hier langsam einen Höhlenkoller. so. Lüstein. Also mal etwas größeren Lüstein. Der ist ein bisschen sehr groß, glaube ich. Oh boy. Ja, ne, der passt schon. Der ist auch gar nicht im Weg oder so. Der versperrt gar nicht den Ausgang. Da kann man einfach durchgehen. Das ist ein Styroporstein. Den setzen wir da schon mal hin. Stein. Da. Er guckt noch was aus der Treppe raus. Das muss so. Ach so. Das Dreck. Da haben wir die Treppengucker. Ja, verstehe. Hä? Wie bitte? Was? Wer hast du gesagt? Ja, nicht. Lügendose, das bist du. So geht das schon fast, oder? Nein, geht nicht. Nicht? Nein. Oh Gott, dann reiße ich alles wieder ab. Alles. Alles. Die ganze Grotte kommt jetzt weg. Ne, wenn die Ela sagt, dass das nicht geht, ne? Dann geht das auch nicht. Die kennt sich damit nämlich aus, mit Grotten. Der alte Grottenolm. Nee, nicht schlagen. Alles gut. Tu es nie. Ich bin viel zu hübsch. Hübsch zum Schlagen, geschlagen werden. Ja. Man schlägt keine hübschen Mädchen. Nur hässliche Mädchen. Was ist denn los, Ela? Sag mal. Erzähl mal was von zu Hause. 15 Uhr rückt immer näher. Ja, ich bin auch froh, wenn du weg bist. Ja. Du hast angefangen. Ja. Jetzt hab dich mal hier nicht so, ja? So. Hier oben ist auch noch was drauf, ne? Das sieht noch ein bisschen Ofen aus. Oh, guck mal, passt so. Zack, fertig. Zu. Offenbar ging das ganz einfach. Offenbar? Ja. Lass ich hier ein bisschen Geländer sichtbar oder baue ich wirklich alles komplett zu? Ich würde schon ein bisschen drin lassen. Dann sieht so aus, als wenn das Geländer durch den Stein gebaut wurde, weißt du? Und nicht... Boah, voll freaky Trickser, so richtig. Ja. Ja, hör mal. Da war eine Menge Arbeit dabei. Du musst die Grotte dann auch im Steam-Workshop hochladen. Ja, wobei ich das schon echt cool finde, wenn das wirklich hier so ein Steinabgang ist. Das hat schon irgendwie was. Boah, Mann. Ich glaube, ich bin 80, wenn ich damit fertig bin. Mindestens, wenn nicht sogar 70.
Hast du dir denn eigentlich auch schon so Gedanken gemacht, was du so nachher, ne, wenn es denn dann mal endlich irgendwann veröffentlicht ist, so anstellen möchtest? Ja, zumindest über den Eingangsbereich bin ich mir schon in meinem Kopf ein bisschen sicher. Ja? Möchtest du mir davon erzählen, Cassie? Kann ich gerne. Also ich habe so vor, dass wenn man in den Park reinkommt, so ein Riesenplatz ist. Ja. Aus Beton, schöner, grauer Beton. Schöner, grauer Sichtbeton, ja, ja. Das ja. ist auch immer sehr erotisch manchmal. Wo in der Mitte dann so ein bisschen parkähnlich, so ein ganz kleiner Park mit Bänken und Mülltonnen und so Dekozeug. Und außenrum dann ein paar Stände. So Essen, Trinken, Geldautomat. Ja. Du, Cassie? Ja? Cassie, darf ich dich mal was, darf ich ganz kurz mal, ich meine, du schwafelst jetzt hier schon seit einer Ewigkeit. wir machen morgen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, alles Gute und die Cassie erzählt dann morgen weiter, was sie sich so vorstellt in ihrem schönen Park. Also, bis dann. Ganz spannend für alle.